Herzlich willkommen zum Bewohnerfrei-Podcast und heute mit einem besonderen Gast, mit dem man auch durch die stürmischste See, oder in unserem Fall durch das stürmischste Wetter segeln kann. Der ist nämlich nicht nur einer der bekanntesten Sprecher und zukünftiger Präsident der German Speakers Association, was das ist, reden wir noch drüber, sondern auch noch Berufspilot. Und das ist richtig spannend, hat also eine Ausbildung und er kann uns durchs Wetter fliegen. Das ist gut, gerade in den heutigen Zeiten. Er gehört zu den Top 100 Speakern in Deutschland, ist seit über 20 Jahren unterwegs, Experte im Thema Kommunikation, kommen wir auch noch zu, und in seinem Kurs Crash-Kommunikation, das inzwischen schon in der vierten Auflage, ich werde wahnsinnig, ich bin noch nicht mal mit meinem ersten fertig, in der vierten Auflage erschienen ist, und dort beantwortet er die Frage, was Unternehmen und professionelle Luftfahrt gemeinsam haben, welche Strategien dabei helfen, sowohl in der Luft als auch am Boden sicher ans Ziel zu kommen. Zu seinen Kunden gehören ganz große deutsche Unternehmen wie die Deutsche Post, IBM, die Commerzbank, Microsoft, Deutsche Bank. Meine Herren, Peter Brandl, wenn die Leute das jetzt hören, die denken, jetzt kommt persönlich hier der vom Himmel herabgefahren. Ich bin auch ganz beeindruckt, wenn ich dir so zuhöre, ja. Ja, willkommen im Bewohnerfrei-Podcast. Wenn dich jemand beim Grillfest jetzt kennenlernt und sagt, und Peter, was machst du so? Was sagst du dem? Was ist so das, was deine Passion? Also das, was ich meistens sage, ich halte Vorträge. Ja? Also ich lebe davon, Vorträge, Bücher zu schreiben, Vorträge zu halten. Aber das ist ja das Spannende in unserem Beruf, das kennst du ja, dass die meisten Menschen in unserem Land es einfach noch gar nicht wissen, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Also wenn ich wirklich beim Grillfest diese Frage bekomme, dann bedeutet das meistens, dass ich irgendwie die nächsten 15 Minuten erstmal erklären muss, was dieser Beruf eigentlich ist und dass man davon leben kann. Aber so ist es halt. Ja, wobei es ja immer mehr gibt, gerade du siehst ja auch in deiner zukünftigen Funktion oder jetzt bist du ja schon in dem Sessel quasi, dass auf dem Markt ganz, ganz viele Speaker gerade nachkommen. Ne? Das ist schon im Trend, oder ja. Siehst du das anders? Ja. Das ist im Trend. Es ist vor allem noch was anderes im Trend. Es ist im Trend, dass jetzt potenzielle Kunden, also erstmal auf einer Unternehmensseite, aber auch auf so einer privaten Seite, wird den Leuten immer klarer, was das eigentlich ist. Mhm. Also zum Beispiel das, was du machst, es wird einfach immer wesentlich mehr Menschen klarer, dass es sinnvoll ist, selber was für die eigene Weiterentwicklung zu tun. Ja? Ja. Das kommt nicht von ungefähr, da gibt es nicht irgendeine staatliche Institution, die sagt, jetzt bist du inspiriert, sondern da muss ich selber was dafür tun. Und das gibt es auf der Seite eben in diesem B2C, also der Endkunde, aber eben auf der Unternehmensseite auch. Und das ist eine ganz spannende Entwicklung, dass das immer stärker wird. Ja, ja, das sehe ich auch so. Früher hätten die Leute gesagt, geh doch zum Physiotherapeuten, wenn was nicht in Ordnung ist, oder zum Hausarzt. Ja. Und jetzt sind Seminare cool und hip und solche Bücher werden gelesen. In der vierten Auflage, Wahnsinn, wann hast du das geschrieben, das Buch, Crash-Kommunikation? Die Crash-Kommunikation, das war das erste Buch, das kam raus 2009 habe ich das geschrieben. Ja. Danach kam so ein kleines Buch, 30 Minuten verhandeln. Danach kam Hudson River, die Kunst, schwere Entscheidungen zu treffen. Und das letzte, das war Kommunikation, was sie darüber wissen sollten, um sich das Leben leichter zu machen. Wow. Aber Crash-Kommunikation war ein Buch. Eine ganz spannende Geschichte. Piloten müssen ja einmal pro Jahr müssen die so ein Seminar machen. Das heißt CRM Crew Resource Management. Kenn ich. Kennst du, ja klar. Müssen Flugbegleiter ja auch machen, also allem. Ja? Ja. Und hast du wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht, zu meiner Zeit, als ich angefangen habe als Pilot, waren diese Trainings, du musst da einmal im Jahr rein und die waren stinkend langweilig. Also da waren 30 Piloten drin gesessen und davon haben 29 gepennt. Ja. Und einer hat irgendwie unter der Bank SMS geschrieben. Und das fand ich so entsetzlich, weil ich finde das Thema so spannend. Ja. Weil du analysierst Unfälle, du machst wirklich diesen Human Factor, diesen menschlichen Faktor. Mhm. Fand das Thema so cool. Und deswegen habe ich mich selber lizenzieren lassen. Da musste ich ja von der Behörde lizenzieren lassen, dass es so ein Training geben darf. Das habe ich gemacht. Habe die Trainings also selber gehalten. Ja. Und dann ist was ganz Spannendes passiert, weil ich glaube, es war an einem Freitag und einem Samstag, habe ich ein Training für Piloten gehalten. Und an einem Montag, also direkt darauf folgenden Montag und Dienstag, habe ich so ein Management-Seminar für eine sehr große Bank in Deutschland gehalten. Mhm. Und warum auch immer, habe ich vergessen umzuschalten. Also, kennst du diesen Logo? Also ich würde mir als Trainer, wenn ich mich jetzt selber hätte ausbilden müssen, hätte ich mich wahrscheinlich durchfallen lassen durch die Prüfung dafür. Okay. Aber das heißt, vor dir saßen noch die Piloten im Kopf. Waren aber Banker. Ich war völlig in meinem Piloten-Mindset und habe diesen Bankern einen Crash nach dem anderen um die Ohren gehauen. Also die haben wirklich, egal mit was die kamen, das war ein Führungstraining, ja? Also egal mit was die kamen, ich habe gesagt, dazu passt folgender Unfall, habe denen das runtergebetet, was passiert ist. Und
ich bin gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass das nicht passen könnte. Nach zwei Tagen kommen die zu mir und haben gesagt, Herr Branne, war jetzt nicht ganz das, was wir erwartet haben, weil ein Führungstraining mit fast 10.000 Toten haben wir so in dieser Form noch nicht gehabt. Aber ja, wir lachen jetzt. Aber die haben gesagt, aber es hat immer gepasst. Okay. Und da ist mir was ganz Faszinierendes. Das ist jetzt natürlich, das ist überhaupt nicht witzig, weil du analysierst die sehr, sehr genau. Aber da ist mir klar geworden, dass du das, worum es eigentlich geht, kannst du perfekt übertragen, weil ein Flugzeug wird von einem Menschen gesteuert. Ja. Ein Unternehmen wird auch von einem Menschen gesteuert. Ja. Dein normales Leben wird von einem Menschen. Wir sind Menschen. Und deswegen kann man diese Erkenntnisse aus dem einen Bereich so wunderbar auf den anderen Bereich übertragen. Ja. Das war so die Kurzstunde und daraus ist Crash-Kommunikation entstanden. Wow, also was ich jetzt schon sehr spannend finde, das ist so die perfekte Vernetzung der linken und rechten Gehirnhälfte. Ne? Also die meisten Piloten, die ich erkenne, die sind sehr im Struktogramm. Diejenigen, die das nicht kennen, ne? Also in meiner Welt nennen wir die ja Eulen. Das heißt, die lesen die Checklisten und dann sitzen die da und die Kommunikation ist oft eher wenig und wenn, dann eben sachlich. Und was du gerade sagst, ist genau die Vernetzung der beiden Gehirnhälften. Ne? Also dieses Fliegen zu nehmen und es gleichzeitig ins Leben zu übertragen. Da möchte ich auch gleich mit dir gerne mal hinkommen auf diese Reise und wie du da hingekommen bist. Vorher möchte ich mit dir einmal den Rewind-Knopf in deinem Leben drücken. Jetzt bist du jemand, der... Naja, A, bist du super erfolgreich, bist Pilot, sind ja schon mal die allerwenigsten. Dann auch noch Vortragsredner, hast Bücher geschrieben. Ich bin mir fast sicher, das war nicht immer so. Und ich möchte gerne mal dahin kommen, wie du das geschafft hast, zu der Person zu werden, die du heute bist. Lass uns mal ganz weit zurückgehen. Kindergarten, aufgewachsen, wie und mit wem? Waren deine Eltern auch so krass drauf, so Überflieger oder wie waren die? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich komme aus so einem ganz klassischen, konservativen Elternhaus. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 4 war, wobei ich aber trotzdem zu beiden ein gutes Verhältnis hatte. Hatte da so ein paar Brüche drin. Ich bin ja im Osten geboren, bin dann schon lange, lange vor der Wende mit meiner Mutter in den Westen. Das war so ein Haufen Brüche. Aber letztendlich, glaube ich, habe ich eine weitgehend normale Standard-Kindheit gehabt. Also okay. Natürlich mit einigen Brüchen drin und dieser Systemwechsel war auch relevant, aber... Da würde ich gerne einmal nachfragen, kannst du dich erinnern an den Systemwechsel? Ist das bei dir präsent noch im Kopf? Wie alt warst du da? Also als meine Mutter diesen Ausreiseantrag gestellt hat, war ich 9. Oh, okay. Und als wir dann ausgereist sind, war ich 13. Also das waren 4 Jahre oder 3,5 Jahre, aber die Zeit, also alle Leute, die gleiche Historie haben, die Zeit ist so intensiv, dass du dich daran erinnern kannst. Aber auf der anderen Seite ist das ein Punkt, wo du sagst, okay, ich glaube, jeder Mensch hat in seinem Leben irgendwelche Themen, wo du sagst, okay, das war jetzt nicht leicht, das war vielleicht schwer, das war vielleicht auch super heftig, super brutal. Ja. Nur damit muss man irgendwann auch mal abschließen und sich dann die Frage stellen, okay, wie geht's denn weiter? Ja. Und das war bei mir dann so ein Punkt, ich war dann angekommen und war ein ziemlicher Chaot. Also eine Sache, ich war nicht besonders gut in der Schule, aber vor allen Dingen deswegen, weil ich einfach stinkend faul war. Also ich habe die Notwendigkeit nicht nachvollziehen können, Dinge zu lernen, auf die ich keinen Bock habe. Also das konnte ich einfach nicht, warum soll ich das machen? Konnte ich nicht nachvollziehen. Okay. Und deswegen dazu muss ich einmal nachfragen, vorher in der DDR war ja das quasi gar nicht möglich. Das wurde ja, also da war ja Stringenz und zumindest wie ich es gelesen habe und dieses Strikte viel mehr vorhanden als dann im Westen. Also warst du denn ganz früh, als du klein warst, auch ein kleiner Rebell und hast gesagt, nee, mache ich nicht? Oder hat sich das verändert durch den Wechsel des Systems? Also ich persönlich glaube, dass ich schon damals ein kleiner Rebell war, also auch als Kind schon. Aber da muss man natürlich auch sagen, ist die Frage, inwieweit schönt man da jetzt seine eigene Erinnerung ein bisschen. Also wie möchte ich mich gerne sehen als Kind oder als Jugendlicher, wer war ich wirklich? Also da weiß ich nicht. Ich glaube, ich war tendenziell ein relativ ruhiges Kind. Mhm. Das glaubt man nicht, aber ich war wirklich relativ ruhig. Ich war auch ziemlich, ziemlich schüchtern. Ja. Weiß nicht. Aber war tatsächlich so. Und das hat sich dann echt so geändert, wirklich... später so irgendwie so mit 18 oder sowas. Also mit 18 ist was passiert und das war ein erster richtiger großer Bruch und zwar auch ein Bruch, den ich selber beeinflusst habe. Weil ich habe mit 18 war ich am Gymnasium, 11. Klasse damals, also mit 17 noch, ne? Also davor mit 17, 11. Klasse und fand das total bescheuert und habe mich bis dahin eigentlich so durchgemogelt, aber in der 11. Klasse hatte ich einen Lateinlehrer, der hat gesagt, Herr Brandl, Sie sind in einer weiterführenden Schule fehl am Platze. Und dann hat er mich so konsequent
negativ geprüft. Ich hätte das wahrscheinlich auch hingekriegt, wenn ich mich halt hingesetzt hätte und gelernt hätte. Aber dazu war ich zu stur, zu eitel, weiß ich nicht. Auf jeden Fall fand ich es damals wesentlich hipper, den so als Feind zu haben. Und lange Rede, kurzer Sinn, an meinem 18. Geburtstag, wirklich an meinem 18. Geburtstag, bin ich in dieses Direktorat gegangen und habe mich mit stolz geschwellter Brust von diesem Gymnasium abgemeldet. Selber? Ja, na klar, war ja 18. Wow. War ja beim 18. Geburtstag, da kannst du das ja machen. Ohne Abitur, hast einfach gesagt, ich gehe. Ja, genau. Ihr habt gesagt, ich gehe. Ich brauche euch nicht, ich kann eh alles besser und ihr könnt mich alle mal. Heißt das denn auch, dass in der gesamten Schulzeit, da war keiner da, also kein Lehrer, der gesagt hat, also aus dem Brandl, da wird mal was. Der ist so intelligent, der wird Berufspilot und auch noch Vorsitzender der German Speakers Association. Gab es da niemanden? Also in diesem Detaillierungsgrad nicht, doch es gab ein paar Lehrer. Es gab natürlich, habe ich auch Lehrer gehabt, die mich gemocht haben, die für mich da waren, die sich auch für mich eingesetzt haben. Ich war nur damals, ja, wie es halt so ist, weißt du, du bist halt ab und zu mal im Leben der Meinung, dass du eh recht hast und alle anderen können es nicht beurteilen. Und ich habe damals eben auch noch was gemacht, das habe ich inzwischen auch erfahren, dass das nicht unbedingt der sinnvollste Weg ist. Ich habe damals so eine Tendenz gehabt, immer den leichtesten Weg zu gehen. Ja, und in der Zeit war das so, ich wollte damals Fotografie studieren. Okay. Ja, also das war so ein Ziel. Ich habe sehr viel fotografiert und wollte das machen, wollte da in diese Werbung, wollte das machen. Und für Fotografie hätte Fachhochschulreife gereicht. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, bist du clever? Ja. Meldest dich ab. Ja, meldest dich da, gehst ein halbes Jahr in der Fabrik arbeiten, hast ein bisschen Kohle und dann machst du Fachoberschule, so hieß das damals, hast dann Fachabitur, kannst Fotografie studieren. Mhm. Dass ich mich damit selber in den Mist geritten habe, das habe ich erst ein ganzes Stück später erkannt. Aber so war es, schlicht und einfach. Wie haben denn deine Eltern reagiert, als du einfach dahin gegangen bist und hast gesagt, ich bin jetzt hier weg? Ich meine, es war ja direkt vorm Abitur. Wenn du 18 warst, muss ja direkt davor gewesen sein. Es war in der 11. Klasse. Also ich hätte jetzt schon noch 2 Jahre gehabt. Also es war schon mal ein Stückchen davor. Ja. Weil ich bin ja 18 gerade erst geworden. Weißt okay. Du? Also, ja. Also insofern musste 17 rechnen. Ja, ja. Dann durch Systemwechsel hatte ich ein Jahr wiederholt. Also ja. Ich hätte schon noch 2 Jahre vor mir. Ja. Wie haben die reagiert? Schon ein bisschen schockiert. Ja, aber ich meine... Und dann hat der Peter gesagt, so, ich werde jetzt Fotograf. Das war, okay. Ne? Und dann habe ich denen das erklärt und habe gesagt, das läuft. Ja. fertig. Ja, und was ist dann passiert? Bist du dann Fotograf geworden? Nee, bin ich nicht. Dann ist passiert, dass ich diese Fachoberschule gemacht habe. Mhm. Ja. Also ich habe vorher so ein halbes Jahr tatsächlich in der Fabrik 3 Schichten Akkord gearbeitet. Und da habe ich auch erstmal ein bisschen was über das Leben gelernt. Wenn du also wirklich 3 Schichten am Band stehst und das auch über ein halbes Jahr, das ist jetzt nicht ewig, ja, aber du kriegst schon mit, dass es im Leben auch andere Dinge gibt als die Flausen und dass es Menschen gibt, die verdammt hart für ihr Geld arbeiten müssen. Mhm. Was war das für eine Fabrik? Das war in Schweinfurt, Kugelfischer hieß die. Also wir haben Kugellager produziert. Heute gehören die zu dieser ING-Schäfer-Gruppe. Ja. Also da sind die dabei. Im 3-Schicht-Betrieb, das heißt morgens bis spät nachts. Nur die erste Schicht war, glaube ich, 6 bis 14, dann 14 bis 22, 22 bis 6. Ja, und das war dann so wöchentlich rollierend. Wow. Ne? Okay, ja, da hast du auf jeden Fall gesehen, wie Arbeiten auch sein kann. Ne? Hat dein Gehirn da irgendwann gesagt, ach ja, guck mal, sind hier alle so, vielleicht bleibe ich hier? Oder warst du die ganze Zeit gesagt, nee, das ist wirklich nur vorübergehend hier? Also da, eher das Letztere. Das war, also mir ist wirklich, als ich das gemacht habe, ist mir echt klar geworden, nee, das willst du nicht. Also das ist, da musst du was machen, das willst du nicht. Ja? So, und dann ging das weiter, dann war ich damit, hab diese VO-Schule gemacht und jetzt kam was Spannendes. Ja, also mein Lebenslauf war wirklich im ersten Jahr nicht besonders linear. Dann habe ich ein Praktikum gemacht. Ich habe ja diese soziale Fachoberschule gemacht. Mhm. Und ein Praktikum davon war im Krankenhaus. Ich habe also 3 Monate im Krankenhaus gearbeitet. Und zwar auf so einer richtigen Pflegestation. Also wo wirklich die schwerkranken Menschen liegen. Also und da habe ich so die ganzen Sachen gemacht, wo man so, möchte ich lieber nicht. Also ich habe alten Menschen die Windeln gewechselt, ich habe Wunden versorgt, ich habe, also was man natürlich jetzt rechtlich als Praktikant machen kann. Ja, ja. Diese ganzen Jobs, die so vermeintlich unangenehm sind, die habe ich gemacht und da ist für mich was Faszinierendes gefunden, weil ich habe für mich gemerkt, dass mir das Spaß macht. Also jetzt nicht, mir macht es keinen Spaß, Windeln zu wechseln, ja. Aber Tätigkeit an sich, die fand ich ganz großartig, weil das war das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, das, was ich mache, hat eine Bedeutung. Mhm.
der bewirkst was, ja, wenn so ein alter, kranker Mensch, wenn der wund liegt oder dem was wehtut und du gehst da hin und machst es sauber und pflegst den und danach tut es dem nicht mehr, wie hast du was getan? Mhm. Also, weil damals 18, ja. Ja. Da habe ich gesagt, ja, das ist super, willst du machen, willst du dein Leben mitmachen, willst du Medizin studieren. Wow, okay. Blöderweise ist mir dann klar geworden, jetzt. Ich habe kein Abitur. Kein Abi mehr. Stimmt, jetzt habe ich auch mitgedacht. Damit ging das nicht. Und dann war ich also, dann habe ich dieses soziale Fachabitur fertig gemacht, also Fachhochschulreife. Medizin konnte ich nicht studieren. Erstmal habe dann irgendwas versucht, so alles Mögliche, ob ich da irgendeinen Trick finde. So mein altes Programm, leichten Weg, findest du irgendeinen Trick, dass du das doch machst. Habe aber keinen Weg gefunden. Und dann habe ich mich. Was mir aber klar war, du musst schauen, dass du irgendwie was weiterläuft. Also ich habe so ein Jahr schulisch nichts gemacht. An meinem 18. Geburtstag habe ich vorhin vergessen. Ich habe mich von der Schule abgemeldet und danach bin ich in Schweinfurt zum Gewerbeaufsichtsamt gefahren und habe meine Firma angemeldet. Also es war die erste, das war beides an dem gleichen Tag. Was für eine Firma? Das heißt, du hast nebenher noch was aufgebaut oder wolltest was aufbauen? Oder? Genau, das war ein Handelsgewerbe. Also ich habe letztendlich am Ende des Tages, habe ich in dieser Zeit von zwei Sachen gelebt. Das eine war, ich habe im Theater Bühnentechnik gemacht, fand ich super. Und das zweite war, ich bin auf so Festivals und Märkte gefahren und habe da Klamotten verkauft, habe Schmuck verkauft, habe alles Mögliche gemacht. Hans Dampf in allen Gassen mit HGB 84 wahrscheinlich, ne? Ganz genau. Freier Handelsvertreter. Ja, freier Handelsvertreter und eine Reisegewerbekarte. Also das war schon nicht mal nur freier Handelsvertreter, sondern wirklich am Anfang wirklich mein Ding. Das habe ich eine Weile gemacht. Und lass mich raten, damit hast du mehr Geld verdient als bei den anderen Sachen, bei der Fabrik und hinterher in der Pflege. Das kann man so sagen, ja. Ja, ich habe auch mal gehandelt, I know. Okay, so, spannend. Das sind alles diese Punkte. Und dann ist was passiert mit 27. Das war für mich so ein ganz zentrales Erlebnis. Mit 27 ist mein damals bester Freund tödlich verunglückt. Und da war dann für mich wieder Stecker gezogen. Also da war so dieses ganze Leben, was ich bis dahin hatte, so dieses Fun, Spaß, locker, easy, komm, wird schon irgendwo. Das war vorbei. Ich kann jetzt auch nicht sagen, warum, aber das ging einfach alles nicht mehr. Mit dem Auto oder was ist denn passiert? Nee, der ist in Italien von der Klippe abgestürzt. Also der ist wirklich am Berg abgestürzt. Wow. Damals. Ja. Und es war eine wirklich ganz heftige, was hat mich wirklich so rausgerissen einfach, weil du bist ja vorher so mit deinen Flausen und Spaß kommen und alles so, aber das war im Prinzip wirklich. Das heißt, der ist dann einfach nicht wiedergekommen oder wart ihr zusammen da? Nee, der war mit anderen dort, der ist einfach nicht wiedergekommen, ganz genau. Krass. Ja, der hat mich in der Nacht, hat mich die Schwester angerufen von ihm, dass der Gianni wahrscheinlich verunglückt ist, ja. Und dann bin ich damals eben nach Frankfurt, die haben in Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt gelebt, da hingefahren und dann haben wir da einfach gewartet, gibt es irgendwelche Nachrichten und am Morgen war dann klar, dass er verunglückt ist. Und dann ist bei dir im Kopf passiert, dass du gesagt hast, ich darf jetzt hier nicht mehr diesen Spaß auf der Welt haben oder was ist da genau passiert? Ich hatte keine Lust mehr drauf. Also die Energie war weg. Bitte? Die Energie war weg, da deshalb. Genau. Das war ja vorher war das so, der Gianni war einer von denen, war damals mein engster Freund in der Phase. Das war eben auch so einer von denen, mit denen ich immer rumgezogen bin und mit denen ich den Spaß hatte. Und diese ganzen Sachen, die ich da so gemacht hatte, da war in vielen Punkten davon, war er so ein Teil davon, weißt du? Und dann macht das einen Kracher und wahrscheinlich sind auch noch ein paar andere Dinge in meinem Leben gerade in dieser Zeit passiert. Ja, ich hatte einfach keine Lust mehr drauf. Ich hatte dann abends keine Lust mehr wegzugehen. Ich hatte auch keine Lust mehr. Das war einfach anders. Wie hast du das verarbeitet dann damals? Ich bin nicht mehr weggegangen. Okay. Also verarbeitet, ich weiß, ja. Du musst es verarbeiten, weil es ist einfach so. Ja. Du musst irgendwie, du musst damit leben und das Leben geht eben weiter. Aber für mich war das dann so, dass ich auf das vorher einfach kein, das war mir gar nicht so klar in dem Moment. Ich habe dann einfach ein paar Jahre später gemerkt, ups, das war wirklich dieser Punkt, wo du aufgehört hast, jeden Abend wegzugehen, wo du aufgehört hast, so flippig zu sein, wo ich dann eben keinen Bock mehr hatte, auf irgendwelche Festivals zu fahren und da irgendwie rumzu, ja, und Ja, verstehe ich. Das heißt, die Zeit war in dem Moment einfach vorbei. Du hattest aber vorher dir ja schon zwei Skills eingesammelt. Ne? Du hast den Skill eingesammelt zum Verkaufen und du hast den Skill eingesammelt zu geben.
und sogar auch noch Feinmotorik gemacht im Kugellager. Du hattest ja jetzt schon einiges mitgebracht, ne, bis zu diesem Moment. Genau, ja. Und da war einfach der Punkt, und jetzt ist was passiert. Ich hatte dann auch überhaupt, ich hatte einfach keine Lust mehr drauf und war aber inzwischen mein Studium fertig. Also ich war ja dann, ich bin ja Diplom-Sozialpädagoge. Nein, wirklich? Ja, naja, weil... Das wusste ich nicht. Ich hatte eben so nach der FOS, also da habe ich dieses eine Jahr wirklich nur Festivals und nur Theater gemacht und dann aber gesagt, ey, du musst irgendwie, ja, allein schon für Versicherungen, dass irgendwie was weitergeht, musst du dich da immer drückulieren. Und dann habe ich das Studium so mehr oder weniger nebenher gemacht. Die Inhalte haben mich immer interessiert. Also Psychologie, Pädagogik, Soziologie fand ich immer interessant. Ich hatte nur nie Bock, an dem Job zu arbeiten. Okay. Also bei dem Profil, was du beschreibst, es muss ja für dich als Mensch wahnsinnig schwierig sein, Entscheidungen zu treffen, wenn du in so vielen Dingen auch gut bist. Ne? Also es gibt ja Menschen, die sagen, okay, ich kann jetzt eine Sache richtig gut, ich höre aber, du kannst ja mehrere Sachen richtig gut. Das kann man sagen, wow, großartig, ist aber gleichzeitig für einen Menschen ja nicht einfach, dann was zu finden, was einen wirklich erfüllt. Ja, das ist die Frage, ob man das wirklich gut kann oder ob man vielleicht ein bisschen besseres Mittelmaß ist. Und das muss man sich irgendwann mal eingestehen. Es ist ja bei ganz vielen Dingen, wir Menschen haben ja immer auch so eine eigene Eitelkeit. Ja? Und habe ich auch. Also klar habe ich ein Ego-Thema und klar habe ich auch so ein Eitelkeitsthema. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine Fotografie damals anschaue, das war schon gut. Mhm. Aber war das outstanding? Mhm. Okay. Ja? Also das hätte es vielleicht werden können. Ja. Vielleicht. Aber das ist so dieses, ein bisschen talentiert zu sein und etwas richtig gut zu können. Mhm. Dazwischen liegt was ganz Einfaches und das war mir damals noch nicht klar. Okay. Dazwischen liegen ein paar Jahre wirklich härteste Arbeit in dem, was du tun möchtest. Mhm. Und das glaube ich inzwischen, das ist in jedem Bereich so. Klar, die Leute denken auch in unserem Sprecherbereich immer, die Leute stellen sich dahin und erzählen ein bisschen was und kriegen dafür ein Höllengeld. Ne? Ich glaube, die wenigsten sind bereit, diesen Preis zu zahlen, um dahin zu kommen. Ja, klar. Und die ganzen, also jeden, der wirklich erfolgreich ist, natürlich nutzt dir eine Ausbildung was. Klar. Ja? Aber du kannst doch im Ernst nicht glauben, dass du irgendeine Ausbildung machst, wie auch immer, wie lange die auch immer ist, und du dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr Professional Speaker bist und für die Top-Honorare rausgehst. Ja, es gibt schon welche, die das glauben, ne? Klar. Ja, dem muss man einfach sagen, du hast die Chance, das zu werden. Ja. Aber geh mal davon aus, dass du davor mehrere hundert Vorträge halten musst, bis du anfängst, gut zu werden. Und da rede ich jetzt noch nicht von Brillanz. Ja, und da können wir schön, glaube ich, die Brücke schlagen, weil du darfst ja auch nicht in Flugzeug fliegen, bevor du nicht ein paar hundert Stunden im Simulator oder in der Wüste in Arizona gemacht hast. Ne? Also wenn wir jetzt Dann bist du erstmal eine Weile Co-Pilot oder erster Offizier oder Co-Pilotin. Mhm. Ja, da brauchst du erstmal eine ganze Weile. Du fliegst genauso, du kannst genauso das Flugzeug fliegen, aber das dauert eine ganze Weile, bis du Kapitän bist. In jedem anderen Beruf auch. Du machst eine Lehre, dann hast du deine Gesellenzeit und dann nach ein paar Jahren wirst du Meister in dem, was du tust. Ja. Aber das, ja. Ja, das ist so ein Gesellschaftsthema gerade auch. Ne? Da würde ich auch gleich gerne nochmal hinkommen. Ich will noch einmal zu deinem Ausbildungsweg zurück. Das heißt, du hast dann das Studium abgeschlossen. Da hättest du ja wiederum mal in deinem Leben sagen können, so, ich bin jetzt fertig, nachdem ich jetzt das und das und das gemacht habe. Wie kommt man dann in Gottes Namen dazu, auch noch Pilot zu werden? Ich meine, es gibt auch da leichtere Berufe zu erlernen. Ja, das hat ja noch einen Moment gedauert. Also ich habe dann eben erstmal, als ich mit dem Studium fertig war, habe ich angefangen, als Trainer zu arbeiten. Weil das habe ich gemerkt, das macht mir Spaß. Also so reden, mit Menschen arbeiten, das wusste ich, okay, das ist eine Schiene, macht mir Spaß. Und da habe ich damals angefangen, das weiß ich noch, das waren die bayerischen Fortbildungszentren der Arbeitgeber. Die beruflichen Fortbildungszentren der bayerischen Arbeitgeberverbände. So. Klingt nach lots of fun. Naja, das war sehr spannend. Die haben miserabel bezahlt, aber das war der erste Job. Mhm. Und ich habe da mit Jugendlichen, die irgendwie am Arbeitsmarkt keinen Fuß gefasst haben, Langzeitarbeitslosen, für die habe ich Seminare gemacht. Und so bin ich in diese Trainergeschichte reingekommen. Okay. Und daraus, dann habe ich diese Karriere, und das war so das erste Mal, wo ich wirklich zielgerichtet angefangen habe zu arbeiten. Also wo ich gesagt habe, okay, das ist es und da bleibst du jetzt drin. Und jetzt überlegst du dir, wo willst du mal hin? Ja? Und was sind so die einzelnen Steps? Und im Prinzip habe ich dann genau das gemacht. Ich habe mir die Ausbildung noch besorgt, die ich brauchte.
Ich habe geschaut, dass ich verschiedene Referenzen bekomme, dass ich dann irgendwann aus diesem sozialen Bereich in diesen betrieblichen Bereich reingekommen bin. Das hattest du aber schon vorgepflastert bei dir im Kopf, diesen Weg. Also du hast das schon strukturell gesagt, ich mache jetzt das, um das zu bekommen. Das war schon... Genau. Also so ganz, im Prinzip ganz klischee-mäßig, so wie man das jemandem beibringt, zu sagen, mach dir ein Zielbild in 15 Jahren oder 10 Jahren, wo willst du da sein, wie willst du da leben? Ja. Ja gut, mit dem Unterschied, dass du dann eben auch noch Pilot geworden bist. Naja, genau, das kam aber ein bisschen später. Das war in dem Zielbild noch gar nicht drin. Okay. Der Flugschein war schon drin. Flugschein war schon drin, aber sonst, so. Und das ging dann ein bisschen weiter. Und dann habe ich eben das auch angefangen aufzubauen. Und das war dann auch sehr erfolgreich, war ein sehr, sehr erfolgreicher Trainingsunternehmen. Ich habe für wirklich große Kunden Trainings gemacht, das lief super. Super. Ja? Also wundervoll. Das heißt, du warst da schon selbstständig dann oder warst du angestellt von diesem Unternehmen? Ich war nie angestellt. Nie angestellt, ist auch ein interessanter Punkt. Das heißt, du warst bis auf das Kugellager und die Pflegegeschichte, was du machen musstest, warst du nicht angestellt. Das finde ich auch also spannend. Also Kugellager war ich angestellt, aber das war ein befristeter Job. Ja. Pflegegeschichte war Praktikum, also war ich angestellt. Ja. Und das zweite Mal und das letzte Mal, dass ich angestellt war, das war als Pilot dann bei der Airline. Kannst du dich im Kopf dran erinnern, als es Switch gemacht hat und gesagt hast, ich möchte nicht angestellt sein, ich möchte Herr meiner eigenen Wege sein? Gab es da so einen Moment? Habe ich eigentlich nie drüber nachgedacht, weil ich habe mich ja an meinem 18. Geburtstag selbstständig gemacht. Und war dann so. Dieses Ding, dass ich da keinen Bock drauf habe, angestellt zu sein, das ist mir wesentlich später klar geworden. So im Laufe der Zeit wurde das dann klar, dass du halt, der Vorteil für mich am Selbstständigsein ist, du kannst selber gestalten. Mhm. Ja? Also wenn mein Business Asche läuft, dann liegt das an mir. Mhm. Punkt. Ja. Ja? Weil ich habe Entscheidungen getroffen, die dazu führen, dass ich jetzt gerade etwas mache, was nicht gut läuft. Mhm. Wenn ich andere Entscheidungen treffe, verändert sich mein Business. Ich kann es aber selber beeinflussen. Ja. Also ich habe selber so die Hoheit über mein Schicksal. Ja. Ja? Heißt provokativ gefragt, auch der Pilot ist natürlich von der Airline gesteuert. Also der steuert zwar den Flieger, aber er ist nicht... Ja. Du sagst was ganz Banales, schau mal. Als Pilot sagt die Airline, Brandl, diese Krawatte ziehst du an und du verbindest die mit dem Knoten. Punkt. Ja? Du hast immense Wahlmöglichkeiten. Du kannst dich entscheiden, ob du ein langärmliches Hemd oder ein kurzärmliches Hemd anziehst. Das kannst du über... Weißt du? Aber sowas Banales. Als Pilot kann ich nicht sagen, ich finde jetzt das Hemd geil, damit gehe ich jetzt ins Cockpit. Kann ich nicht machen. Ja? Ist jetzt nur ein Detail. Ja. Natürlich, es gibt, wenn man als Angestellter den Job gefunden hat, der einen erfüllt und der einem Spaß macht, ist das alles super. Ja, sehe ich auch so. Ich bin ja im Prinzip mein ganzes Leben lang selbstständig und deswegen habe ich, glaube ich, auch so eine große Klappe, dass ich, glaube ich, auch für die wenigsten Chefs eine große Freude wäre inzwischen. Also, muss man auch sehen. Mit der Fliegerei, das kam dann später. Da muss ich nochmal einen kurzen Loop wieder ganz zurück machen. Ich habe angefangen mit Fliegen mit 14. Segelfliegen wahrscheinlich, ne? Segelfliegen, also wie das so viele andere auch machen. Und da habe ich einen Fliegerarzt geglaubt, der mir gesagt hat, du kannst kein Pilot werden, weil du eine Brille hast. Ja? Ich habe den geglaubt und deswegen habe ich damals erstmal andere Entscheidungen getroffen. Als ich herausgefunden habe, dass dieser Typ ein Idiot war, dass der überhaupt einfach keine Ahnung hatte, war ich schon über 30. Wow. Da sind wir wieder bei so einem wichtigen Punkt. Ne? Es hat ein Mensch einen Satz gesagt. Genau. Und das kann ein komplettes Leben entscheiden. Weil du nicht gesagt hast, damals war es nicht weit genug zu sagen, ich informiere mich jetzt mal richtig, ich gehe mal zum Augenarzt, sag, geht das trotzdem, sondern du hast dem geglaubt. Ne? Das höre ich bei so vielen Lebensläufen, was ein Satz ausmacht. Und das ist die Lektion, die ich daraus, da habe ich eine der wichtigsten Lektionen für mein Leben gelernt. Und diese Lektion ist, glaube nur Ratschlägen, die dir gefallen. Mhm. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen idiotisch, klingt ein bisschen egoistisch, das meine ich damit. Erklär mal. Ja, wir kriegen so Ratschläge manchmal, wo du hörst diesen Ratschlag und sagst, jo, das ist jetzt alles vernünftig, das klingt alles plausibel, aber irgendwas sagt mir, nee, weißt du? Das meine ich. Und dann entscheiden wir uns für eine bestimmte Ausbildung, auf die wir eigentlich keinen Bock haben, nur weil es vernünftig ist. Oder in meinem Fall, ich höre diesen Fliegerarzt und eigentlich wäre mein spontaner Impuls, da rauszugehen und sage, du bist ein Vollidiot. Ja, du hast keine Ahnung. Ja. Ja, aber dann hat es eben in seiner, ja, und das haben wir alle. Und danach sagen wir danach, ich bin diesem Ratschlag gefolgt, obwohl ich ihn eigentlich von Anfang an blöd fand. Und da habe ich bei mir so gemerkt, in meinem Leben kann ich wirklich sagen, wenn ich das gemacht habe, dass ich dem Ratschlag gefolgt bin, den ich eigentlich blöd fand, das war immer die falsche Idee.
ganz spannend, was du sagst. Wenn du in Historien schaust, dass Walt Disney hat den Kreativität, ja, das gibt ja dieses Schulfach, hatte er eine 6 oder eine D in Amerika. Und Michael Jordan ist aus dem Basketballteam geflogen, weil irgendjemand gesagt hat, nee, du passt nicht. Ne? Das ist schon sehr, sehr spannend. Aber du bist dann doch Pilot geworden. Genau. Das war dann eben so mit Mitte 30, hat mir meine damalige Frau 2 Flugstunden geschenkt. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Privatpilotenlizenz. Ja, und da war ich gerade so schön dabei. Und irgendwie habe ich dann als nächstes diese Instrumentenflugausbildung, dann die Berufspilotenlizenz. Und dann habe ich auch noch die Linienpilotenlizenz gemacht, bin auch noch Fluglehrer geworden dabei. Wow. Ja. Und dann ist es halt so, wenn du viele Verhandlungstrainings gemacht hast, und mit Menschen verhandelst, dann passiert das ab und zu, dass du kriegst, was du willst. Und lass mich raten, dann saßt du mit dem doppelten Windsor, mit dem kurzen Hemd im Cockpit. Nicht anderthalb Meter hinten. Also auch als Pilot gibt es keinen Grund, kurzärmliche Hemden zu tragen. Oder lieber. So schlecht können die Zeiten nicht sein. Okay. Ja, aber tatsächlich, dann sah ich ins Cockpit. Und dann ist das Nächste passiert, was absolut für mich faszinierend war und was eine sehr große Lektion gewesen ist für mich, weil ich war in diesem Cockpit gesessen und ich habe davon ja wirklich geträumt, das zu machen. Ich habe davon geträumt, Pilot zu sein, große Flugzeuge zu fliegen, das zu machen. Ich fand das super sensationell. Und ich habe ja, kannst du dir auch vorstellen, eine riesen Energie da rein investiert, das zu machen. Also du musst ja erstmal dahin kommen. Ja. Das kostet ja auch ein bisschen was. Ja? Klar. Das kostet ein Vermögen, ne? Das ist ja richtig teuer. Eine sechsstellige Summe. Ja, okay. Ja, immer noch. Ja, ich weiß. Und dann war ich in diesem Cockpit gesessen, vorne rechts, und habe mir ernsthaft die Frage gestellt, sag mal, willst du das jetzt die nächsten 30 Jahre machen? Willst du die nächsten 30 Jahre jeden Morgen um 4 aufstehen und um 5 am Flughafen zu sein, um 6 in diesem Ding zu sitzen, laut zu machen, von A nach B, von B nach C, von C nach D zu fliegen? Willst du das wirklich die nächsten 30 Jahre machen? Und dann habe ich sehr, sehr schnell gesagt, nee. Wow. Obwohl du da angekommen bist, wo A, du eine Zeit lang hin wolltest und B, kleiner Jungentraum, unglaublich viele Männer und Frauen hinwollen, weil das ist ja auch ein Beruf mit Prestige, wird gut bezahlt, alles. Was hat dich gestört? Ich kann dir gar nicht mal sagen, was mich gestört hat. Das wäre jetzt zu albern, wenn ich das sage, das früher aufstehen. Das ist ein Blödsinn. Klar. Ich hatte diesen großen Traum, ich will das machen. Mhm. Ja? Aber ich habe irgendwie... Es gibt ja manchmal im Leben Dinge, die musst du unbedingt machen. Und dann soll man die auch machen. Wenn der Arzt dir sagt, mach das. Ja. Aber bloß weil du etwas unbedingt mal machen musstest oder wolltest, heißt das nicht zwangsläufig, dass du das den Rest deines Lebens machst. Also ich glaube, das kennt auch wieder jeder. Du kommst mal an einem Punkt in deinem Leben an, manchmal schneller, manchmal langsamer, wo du sagst, irgendwie, bis hierhin war es cool, aber so will ich es nicht weiter haben. Und dann muss man eine klare Entscheidung treffen. Und die habe ich damals eben auch getroffen und habe das wieder gelassen. Das heißt, du hast diesen Job dann gekündigt. Du bist hingegangen, aber die haben doch gedacht, du spinnst in der Position. Auch was hatten? Man hat darüber überlegt, ob sie mich in die Psychiatrie einweisen lassen. Ja, wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich hat der gesamte Freundeskreis gesagt, Peter, jetzt geh mal lieber irgendwo ein Jahr nach Ecuador, aber du kannst doch nicht so einen Job aufgeben. Die Sicherheit, das Prestige, das Auto. Spannend. Und dann? Ja, mit deinem Job war noch so eine Sache, weil als Co-Pilot am Anfang verdienst du echt miserabel. Also, naja, miserabel ist halt immer im Vergleich, ne? Nee, wirklich miserabel. Also echt miserabel. Das waren ja keine Lufthansa-Verträge, sondern das war ein anderer Vertrag. Wenn du da außerhalb bist, wenn du bei einer normalen Regionalairline bist, du als Co-Pilot wirklich, wirklich schlecht bezahlt. Also da verdienen die Flugbegleiter hinten verdienen mehr als du. Und zwar ein ganzes Stück mehr. Also insofern, das Einkommen hat die Entscheidung leichter gemacht, damit zu gehen. Ja, dennoch hättest du sagen können, ich bleib hier sitzen und dann sitze ich irgendwann links und dann verdiene ich mehr, ne? Ja, klar. Also ein paar Jahre später, alle, mit denen ich in der Ausbildung war, waren die alle Kapitäne. Die waren alle im betreuten Wohnenprogramm dann. Genau. Aber für mich war eben einfach klar, nee, das ist es nicht. Ja, und das ist natürlich mir eine Entscheidung schwer gefallen. Klar, weil ich liebe die Fliegerei und auch jetzt denke ich ab und zu mal, ich hätte das gerne, weil es gibt da wundervolle Momente, aber du merkst irgendwann, du bist an einem Punkt angekommen,
wo es halt nicht mehr geht. Und da muss man eine Entscheidung dann einfach treffen, weil... Ja, ich möchte da in den Punkt noch einmal rein. Und zwar, ich erlebe sehr, sehr viele Menschen und du wahrscheinlich auch in Unternehmen, die genau dieses Gefühl haben. Ne? Die haben das Gefühl, ich passe hier nicht mehr rein. Ich bin auch nicht mehr dieses Puzzlestück. Ein Ärmchen guckt raus. Ich passe hier nicht rein. Und die finden diesen Absprung nicht, weil sie diese vermeintliche Sicherheit suchen und so. Was war damals dieser entscheidende Satz im Kopf, den du dir vielleicht selber gesagt hast? War das, ich finde was anderes, ich mache jetzt meinen richtigen Traum, oder war es, das ist es nicht? Es war in erster Linie der Punkt, das ist es nicht. Mhm. Das heißt Schmerz, ja. Motivation durch Schmerz, ich möchte hier weg, anstatt ich gehe zu irgendwas hin. Mhm. Genau. Und das Zweite, was dazu kam, ich habe halt in meinem Leben auch ein paar Mal die Erfahrung gemacht, und das ist ganz, ganz wichtig, das ist eben auch so eine Lernerfahrung, dass du dein Leben selber gestalten kannst. Also du bist nicht darauf angewiesen, auf irgendeine externe Sicherheit. Mhm. Ja? Die Erfahrung habe ich in meinem Leben oft gemacht und das würde ich mir jetzt auch jetzt zutrauen. Also wenn auch jetzt mein Business, warum auch immer, von heute auf morgen kollabieren würde, dann wäre natürlich Asche und ich könnte wahrscheinlich hier meine wunderbare Wohnung in Berlin am Kudamm nicht mehr, erstmal zumindest nicht mehr halten, aber ich bin mir 100% sicher, weil ich es erfahren habe, dass ich dann was anderes machen könnte. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein Problem. Wir werden doch so erzogen, dass wir die Verantwortung für unser Schicksal an jemand anders übergeben. Also das habe ich in der Schule gehabt. Ich Idiot habe damals dem Lateinlehrer geglaubt. Die Verantwortung über mein Abitur, geht's eigentlich noch? Sowas. Mhm. Das ist was, was mich heute ärgert, wo ich sag mal, dass ich mich da abgemeldet habe, sage okay, ja. Das war vielleicht ein bisschen geglaubt. Ja. Aber du hast ihm erlaubt. Ja. Mhm. Ja, ist, dass ich dem Typen die Verantwortung über mein Schicksal gegeben habe. Das ist bescheuert. Ja, das machen aber viele Menschen in unserem Alter immer noch. Ne? Einer Firma, einer Institution, dem Amt. Es ist halt immer die höhere Instanz. Hm. Genau. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Weißt du, wenn die Menschen finden sich in einem Job, auf den sie keinen Bock haben. Ich meine jetzt nicht nur ein bisschen Kompromisse. Nee. Wo ich keinen Bock habe. Sonntagnachmittag, wundervoller Tag irgendwie im Sommer. Die Menschen liegen hier irgendwo in den Parks, an der Spree, im Biergarten und ich, da kennst du ja, fahre zum Flughafen, um irgendwo hin zu fliegen, um ein Seminar zu halten. Habe ich regelmäßig auch mal keinen Bock drauf. Klar. Gestern ganz. Aber wenn du einen Job hast, wo du wirklich wo du jede Woche Thank God It's Friday postest, ja, oder wo du wirklich den Job einfach hast und sagst, das muss ich schon wieder. Ja. Ich meine, wir haben doch nur ein Leben. Ja, ich sehe das genauso. Im Märchen Bremer Stadtmusikanten, da steht drin, was Besseres als den Tod findest du überall. Also, Ja, ich finde spannend bei deiner Geschichte, du hast natürlich durch das damalige Versterben, wie Johnny hieß er, sag den Namen nochmal. Gianni, hast du natürlich sehr, sehr schnell auch gesehen, wie schnell etwas vorbei sein kann. Ne? Und ich glaube, dass in solchen Momenten wirklich auch reflektiert nochmal an Dinge gegangen wird. Wenn du jetzt heute Vorträge gibst, ist das die Passion? Ist das das, wo du aufblühst? Ja, also das mache ich richtig gerne. Mhm. Ich stehe wahnsinnig gerne auf großen Bühnen. Mhm. Also ich stehe da richtig drauf. Mhm. Aber das ist nur das eine, das ist nur diese Ego-Nummer. Die zweite Nummer, aber deswegen wirst du nicht erfolgreich. Nee, glaube ich auch nicht. Nur weil ich sage, boah, ich finde das super geil. Was ich mache. Und ich sage, Klappe halten, dann sind die alle ruhig und dann kann ich 1,5 Stunden reden, keiner unterbricht mich. Genau, nicht wie zu Hause, ne? Das ist so, das, was dir Spaß macht, ist immer noch die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, dass du dir die Frage stellst, was gebe ich denn damit? Also, was tue ich damit? Mhm. Und das ist der Punkt, wenn du das dann wirklich hast, das nach dem Seminar oder auch nach dem Vortrag, manchmal lange danach, also das passiert ab und zu mal, dass ich irgendwo, war jetzt neulich in Wien, ja, laufe in Wien über den Hauptbahnhof, Wien Hauptbahnhof, ja, habe Katja gerade zum Zug gebracht, weil die nach München zum Flughafen musste, zum Vortrag, ich laufe dann zum Taxi, da spricht mich eine wildfremde Frau an. Herr Brandl! Spricht mich eine wildfremde Frau an und sagt, sie war auf dem Vortrag, ja, und war super, damals irgendwie vor 2 Jahren, hat das bei ihr Klick gemacht, sagt einen Satz, der für sie dann wirklich relevant ist, wo sie was verändert hat. Ja. Mhm. Und das ist das, wenn du das Gefühl hast, ich habe jetzt irgendetwas, wo andere Menschen oder diese Welt oder diese Gesellschaft oder das Universum oder was auch immer einen Nutzen davon hat. Also du
Also du machst etwas, was größer ist als du. Ein größerer Sinn dahinter. Ja, oder die Amis haben mir, ich finde gerade kein gutes, im Englischen heißt das Contribution, also du trägst was bei. Ja, ja? Mhm. Du gibst zurückgeben, was, genau. Ob das jetzt unbedingt größer, ich muss ja nicht so pathetisch sein. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob wirklich jeder Mensch die Welt ändern kann. Aber, und dann... Ja, die Chinesen sagen, wenn du bei dir vorm Haus sauber machst, und das tun alle, ist die Straße sauber, ne? Ja. Ja, ne? Aber ich glaube, auch jeder einzelne Mensch hat sowas, wo du einfach sagen kannst, wenn ich das wirklich mache, da passiert irgendwas. Und das ist halt bei mir so diese Geschichte. Ja, Kommunikation, das ist das eine, ja. Und das zweite, klar, aus meiner Geschichte, auch so dieses Selbstmanagement. Also komme dahin, wo du hinkommen möchtest. Ja. Ja? So ein Claim drüber, be the captain. Ja, sei der Kapitän in deinem Leben. Sei nicht der Passagier, also nicht der Fluggast oder noch schöner ausgedruckt, der Beförderungsfall. Ja? Was willst du mal? Der Beförderungsfall sein? Oder? Ja, ja. Genau, sie haben doch den Beförderungsvertrag unterschrieben. Das kannst du nicht übersetzen. Weißt du, wenn du den Vortrag auf Englisch hältst, ja. Beförderungsfall kannst du nicht übersetzen. Das gibt's ja aber nicht. Dafür musst du das wirklich in Deutsch machen. So, und dann sind so diese beiden Kompetenzen. Was kannst du wirklich machen, um mit deinem Leben der Kapitän, die Kapitänin zu werden? Ja, was kann ich denn machen? Wenn ich jetzt hier zuhöre und ich bin, hier hören sehr, sehr viele junge Entrepreneure zu, ja. Das weiß ich. Leute, die sich selbstständig machen, Leute, die sagen, ich möchte, wir sind ja sehr provokativ mit unserem Bewohner frei. Deshalb sind ja auch keine Bewohner da, sondern Diamanten und Superstars, die sagen, ich lasse mich schleifen oder ich fange selber an die Gesellschaft zurückzugeben. Was kann ich von dem Kapitän meines Lebenssystems lernen für mich? Was braucht es in meinem Leben, damit das erfolgreich sein kann, was ich tue, egal was es ist? Das allererste ist, übernimm die Verantwortung. Mhm. Ja? Hör auf rumzuflennen. Mhm. Jetzt bin ich immer ein bisschen provokativ. Hör auf rumzuflennen. Hör auf, irgendjemandem die Schuld für irgendwas zu geben. Ich war es, der sich an seinem 18. Geburtstag in der Schule abgemeldet hat. Das war kein Lateinlehrer, das waren keine Umstände, das war kein System, das war ich. Es waren meine Füße, da bin ich dahin gegangen. Ja. Wenn du in meinen Vorträgen nehme ich ja häufig dieses Beispiel von dieser Hudson River Notlandung. Kannst du dich bestimmt erinnern? Ja, ja. Da wurde ich dann in New York auf dem Hudson mit dem Airbus gelandet. Wegen der Gänse, ne? Da sind doch Gänse ins Triebwerk. Mit so einem Gänseschwarm kollidiert, Triebwerke sind ausgeflogen. Habe ich im CRM-Seminar gelernt. So, die haben sich in dem Moment die Frage gestellt, was können wir jetzt tun? Die haben sich nicht die Frage gestellt, wir hatten uns den Mist schon wieder eingebrockt. Oder wir hatten das verzeiht. Scheiß Gänse. Scheiß Gänse, ja. Das fällt in Drecksviech rein, ja. Der Himmel ist so groß, nur da, wo wir sind, müssen wir. Die Gänse. Nein. Übernimm die Verantwortung. Und zwar egal, ob du schuld bist oder ob du nicht schuld bist. Das interessiert keine Sau. Das heißt, die Essenz ist, wenn die Gans kommt in mein Triebwerk, nicht rumjammern, sondern einfach machen, nach einer Lösung suchen. Suche nach einer Lösung. Es interessiert keinen Menschen, ob du schuld bist oder ob du nicht schuld bist. Ja. Wartet ja auch keiner auf dich auf dem Markt, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Die Leute denken immer, irgendjemand hilft mir. Nee, in dem Moment hilft dir auch keiner. Wer soll dir denn helfen? Ja. Der Tower? Wenn du in einem Flieger, deswegen mag ich diese Fliegeranalogie so schön, ja? Wenn du mit dem Flieger nichts machst und sagst, die Drecksgänse, ich konnte nichts dafür, dann bist du danach tot. Ja, dann kannst du in deinem Grab sagen, ich bin tot, aber ich bin nicht schuld. Super. Bringt es was? Du bist halt unschuldig tot. Aber im Ergebnis ist es genau das Gleiche. Ja. Glaubst du, dass viele Menschen das nicht gelernt haben, diese Verantwortung zu übernehmen? Weil in unserem Schulsystem und auch an der Uni kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass mir jemand mal diesen Satz gesagt hat. Du, viel schlimmer. Wenn ein Kind ansatzweise dieses Thema hat, dass es selber verantwortlich ist, dann wird es uns doch abtrainiert. Guck mal, du kommst zu spät zu einer Vorlesung, kommst du spät in die Schule. Dann möchte ich mal sehen, was der Lehrer sagt, wenn du dem ins Gesicht sagst, pass auf, ich bin zu spät, weil ich hatte noch Bock, noch einen Kaffee zu trinken. Das ist die Wahrheit. Ja. Das ist die Wahrheit. Ja. Oder ich bin zu spät, weil ich irgendwie keinen Bock hatte, aufzustehen. Das ist die Wahrheit. Aber dafür kriegst du auf die Mütze. Du musst so einen Unfug erklären, ich bin zu spät, weil der Bus ist nicht gekommen. Auch wenn es gar nicht stimmt, ne? Ja, wir werden darauf konditioniert. Also, ich weiß nicht, vielleicht liegt es dem Menschen inne, aber auf jeden Fall ist unser Schulsystem nicht nur so, dass es das nicht fördert, das würde ja schon reichen.
Ja. Sondern das ganze System verhindert es auch noch aktiv und das macht es nochmal schlimmer. Ist ja nochmal ein interessanter Punkt zum Piloten. Der Pilot kann ja gar nicht irgendwas erzählen, weil es gibt ja einen Flugschreiber, der alles aufnimmt. Ne? Der muss agieren. Also in diesem Job funktioniert das gar nicht. Hier, wir tuscheln mal irgendwas. Geht ja gar nicht. Ne? Da gibt es auch kein Gemauschel. Also das ist auch interessant. Das heißt, Verantwortung übernehmen, nicht scheiß Gänse, sondern ich löse. Verantwortung übernehmen. Was kann ich noch lernen? Das Zweite ist, lernen zu kommunizieren. Mhm. Also können wir, aber lernen besser zu kommunizieren. Mhm. Wie kommuniziere ich besser? Wie kommunizierst du? Also ganz einfache Regeln. Regel Nummer 1 macht dir klar, dass wir uns missverstehen können. Mhm. Guck mal, wir kommunizieren jetzt hier einfach. Wir haben so ein technisches Ding. Viele hören jetzt gerade zu, machen das wahrscheinlich im Auto. Oder wahrscheinlich viele hören jetzt diesen Podcast gerade im Auto. Ja. Das heißt, liebe Freunde, ihr fahrt irgendwo mit, weiß ich, entweder durch eine Innenstadt, versucht da irgendwo die Oma nicht umzufahren, die gerade vor euch auf den Zebrastreifen tritt, oder ihr sitzt auf der Autobahn, wo ihr mit 180, 190, 210 hindengelt und hört dem Beck und dem Bandel zu. Mhm. Und glaubt allen Ernstes, dass das wirklich sicher funktionieren würde. Also guck mal, jetzt müssen wir gehen. Wir glauben ja auch, wir können miteinander kommunizieren am Morgen, bevor wir den ersten Kaffee getrunken haben. Mhm. Das ist regelmäßig, dass wir uns regelmäßig missverstehen. Das merken wir doch immer erst, wenn so ein Satz kommt wie, hab ich doch gar nicht so gemein. Genau. Ja? Dass ich mir fragen, wann hast du das letzte Mal gehört, wann hast du das letzte Mal gesagt? Das ist bei den wenigsten Menschen länger als 2 Tage. Ja. So. Das erste Check ist, ich muss mal akzeptieren, ich muss verstehen, dass es unzuverlässig ist. Mhm. Weil, wenn ich das begriffen habe, dann gehst du mal ins nächste Gespräch, wo du einen Konflikt hast. Du kannst auch mal überlegen, du hast irgendeine Situation, wo du mit irgendjemandem einen Konflikt hattest, irgendwas ist dir um die Ohren geflogen, irgendwas war schwer. Und jetzt gehst du mit dem Gedanken rein, vielleicht verstehe ich den, vielleicht haben wir überhaupt keinen Konflikt, vielleicht verstehe ich den nur nicht. Mhm. Oder vielleicht habe ich es einfach nicht geschafft, dem Menschen rüberzubringen, was mir wichtig ist oder warum. Mhm. Stell dir mal vor, du gehst mit diesem Mindset in diesen Konflikt rein und stellst nicht die Schuldfrage. Ja, finde ich ganz spannend, was du sagst, weil ich habe oft auch bei der, da kommen wir wieder zum Piloten zurück, weil das passt ja so super, ich habe oft erlebt, dass neue Flugbegleiter, als ich dann Pörser war, zu mir gekommen sind und sagen, du, ich war jetzt eine halbe Stunde im Cockpit, ich glaube, die mögen sich nicht. Da habe ich gesagt, warum mögen die sich? Ja, die sprechen gar nicht. Und wenn die sprechen, dann nur so abgehackt. Und dann habe ich immer gesagt, ja, die kommunizieren anders. Ne? Also, und ich glaube, Kommunikation ist so ein Riesenthema in der Gesellschaft auch, wird auch immer mehr werden, weil wir haben zwar schon immer kommuniziert, gebe ich dir recht, aber gerade in der Gesellschaft, die sich so verändert, dass ich mich verkaufen muss, dass ich lernen muss, selbst in einer Position, in der ich schon bin, mich andauernd neu zu verkaufen, da brauche ich ein paar Tools. Dazu hast du ein Online-Modul entwickelt, ne, wo ich das lernen kann. Ich habe ja inzwischen fast 25 Jahre, dass ich Kommunikationstrainings mache. Kommunikation, Konfliktmanagement, Verhandlung. Fast 25 Jahre mache ich das. Ich habe, glaube ich, über 3000 Tage in meinem Leben auf irgendwelchen Bühnen gestanden, habe Vorträge gehalten, Seminare gehalten. Also ich mache das wirklich schon eine Weile. Und es ist immer wieder passiert, dass die Leute gesagt haben, yo, aber meine Firma veranstaltet so ein Seminar nicht. Oder ich kann es mir nicht leisten für, weiß ich nicht, 2500 Euro auf irgendeine Veranstaltung oder noch mehr oder was auch immer. Mhm. Hast du nicht. Oder ich bin in Tambukistan und ich kann jetzt nicht dahin kommen. Und deswegen habe ich dann angefangen, ein System zu bauen, wo ich so dieses Kondensat versucht habe, in ein System zu bringen, das wirklich jeder nutzen kann. Also wo du dich einloggen kannst und eben, wenn du abends im Hotelzimmer oder in der Wohnung sitzt und sagst, ich möchte jetzt daran weiterarbeiten, sowas zu machen. Und genau eben diese beiden Punkte. Selbstmanagement und Kommunikation. Ja. Und das versucht irgendwie, ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, aber ich bin nicht wirklich ein Intellektueller. Also ich habe das mal versucht zu werden, das hat nicht funktioniert. Naja, jetzt untertreiben Sie, Herr Wandel. Ich möchte es in einer einfachen Form. Mhm. Weißt du, wenn du eine wissenschaftliche Abhandlung über Kommunikation oder Erfolg, bist du bei mir echt falsch, weil das können andere besser. Ja. Aber wirklich so wie im Pilot, eine einfache Checkliste, ein einfaches Prinzip, dass du dir merken kannst, wenn du unter Stress stehst, wo du jetzt sagen kannst, ich habe dieses Problem, wie löse ich es? Also da natürlich eine Basis, auch mal ein bisschen wissen, wie funktioniert das, aber dann wirklich runtergebrochen, einzelne Einheiten, wie baust du eine Argumentation aus, wie deeskalierst du einen Konflikt und so eine Sache. Schön, sehr, sehr cool. Das machen wir unten in die Shownotes rein, kann ich jedem empfehlen, das klingt richtig cool, gerade die Checklisten, weil ich glaube, gerade wenn dann die Emotion hochkocht, und das lernen ja Piloten auch, anstatt dann in Panik zu geraten, scheiß ganz, wir stürzen ab,
Checkliste, was tun wir jetzt, ne? Ja, genau. Das macht eine Menge Sinn. Wenn dich jemand kontaktieren möchte, hast du so einen Point of Entry? Wie ist das am einfachsten bei dir? Per Facebook, genau. Das Einfachste ist, ihr gebt einfach im Internet be the captain, also sei der Kapitän, be the captain.peterbanne.com. Ja. Ja, be the captain.peterbanne.com. Machen wir unten in die Shownotes rein? Ganz genau. Da ist auf jeden Fall erstmal so ein kleiner Kommunikationskurs, den ich einfach herschenke. Also ja. Das könnt ihr euch anschauen, das ist auf jeden Fall mal schon eine gute Stunde, eineinhalb, glaube ich, über Kommunikation. Kann sich jeder anschauen, kostet absolut nichts. Cool. Und wenn ihr dann Interesse habt, ein bisschen weiterzumachen, seht ihr das dann auch, das könnt ihr dann einfach. Be the captain.peterbanne.com. Sehr schön, genau. Machen wir unten in die Shownotes. Und ganz am Ende, wir sind nämlich schon fast eine Stunde dran, möchte ich gerne mit dir noch eine kurze Frage- und Antwortrunde machen. Die Frage, die ich jedem stelle, ist, Deutschland in den nächsten 10 Jahren, bei dem, was du alles mitbekommst, in den Unternehmen, in denen du bist, das ist natürlich jetzt eine Riesenfrage, wie verändert sich gerade unsere Gesellschaft? Was sehen wir in den nächsten 10 Jahren, ob wir es wollen oder nicht? Also erstens, ich bin Grundoptimist. Ich glaube wirklich, es wird gut werden. Das ist mal so das eine, aber werden sich ein paar Sachen verändern. Es werden sich bestimmte Werte verändern. Mhm. Ich glaube zum Beispiel, dass Karriere, Geld, Statussymbole wesentlich weniger wichtig werden. Ich glaube, dass sich die Kommunikation verändern werden. Ich glaube, dass in unserem Bereich, was wir machen, in diesem Trainings-, Bildungsbereich, dass Menschen tatsächlich viel mehr auf sowas, was du jetzt gerade machst und was wir gerade mit meinem Produkt besprochen haben, dass sie darauf zurückgreifen. Das wird sich verändern. Mhm. Wir werden eine andere Kommunikationskultur haben, die wesentlich mehr auch über diese Online-Devices funktioniert. Wir werden da so diese Wertigkeiten, ich glaube, das ist den jüngeren Generationen, die haben einfach wesentlich weniger Bock, 70 Stunden die Woche zu arbeiten, um irgendwas zu kaufen, was sie nicht brauchen. Hm. Da wird sich nichts verändern, aber das wird gut werden. Okay, sehr schön. Wie wächst du weiter? Peter Brandl, der jetzt mal einen Tag im Liegestuhl liegt, muss er ja auch mal. Wie wächst du dann weiter? Was machst du, um dich persönlich weiter in Flughöhe zu bringen? Komm, der war gut mit der Flughöhe. Das war super, ey. Ja. Ja, richtig, ne? Wirklich Leben auf maximal Zeitlevel. Ja. High Altitude. Ich versuche einmal die Zeit mitzunehmen für mich selbst, also auch mal über mich und über mein Leben und über alles Mögliche nachzudenken. Mhm. Ich lese und was ich noch mache, ich versuche tatsächlich Menschen zu treffen, die mich inspirieren. Also ich gehe auf solche Veranstaltungen. Ich bin pro Jahr ein paar Mal in Amerika, wo ich auf irgendwelche Veranstaltungen gehe, Kongresse besuche, Seminare besuche. Da haben wir uns kennengelernt, ne? Bei der National Speakers Association, ja. So was mache ich. Und das ist natürlich selten, dass da die völligen Aha-Erlebnisse jetzt kommen, wenn man das schon eine Weile macht. Aber das ist jedes Mal irgendein Gedanke, der mich weiterbringt, wo ich darüber weiterdenke. Jedes Mal. Hm. Ja, mich hat da sogar was sehr weitergebracht. A, habe ich die Amerikaner gesehen und gesehen, ja. Guck mal, das ist echt doch auch ein riesen kultureller Unterschied. Und dann habe ich euch kennengelernt, so als die Garde in Deutschland, die großen Speaker, ne? Martin, du und wie sie alle dort hießen, Rossier. Und das fand ich schon super spannend, vor allem wie ihr auch mit mir umgegangen seid, so als New Shot, ja, total offen, nett, hätte ja auch sein können, was das für ein verrückter Typ da mit seinem Bewohner frei, das fand ich wirklich schön. Na, ich glaube aber, dass es auch anders gar nicht funktioniert. Ich meine, wir gehen doch alle zu Fuß aufs Klo. Mhm. Was soll denn das, ja? Mhm. Und guck mal, ich bin in Amerika ein völliger No-Name. Mhm. Ja, das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte. Ich hatte ja auch Vorträge da drüben. Mhm. Und ne, während es hier wirklich ist, dass mir die hier vorher eine Mail schicken, welche Sorte Mineralwasser wollen sie, mir vollkommen wurscht. Ja? Ich sage, möglichst stilles kann auch Leitungswasser sein, weil sonst muss ich ganz nett rülpsen. Das ist das Einzige, was mir wichtig ist. Von schwedischen Jungfrauen durch die Zähne gezogenes Wasser. Bitte nicht, keine Bilder. Ja. Nein, aber da drüben kennt niemand Peter Brandl. Das heißt, du kommst dahin ohne jeden Status. Mhm. Musst wirklich dich selber beweisen, musst diesen ganzen Nummer, das ist total cool, ja, mhm. weil du wirklich back to the roots dann nochmal als Nummer in, habe jetzt demnächst in Dallas einen Vortrag, ja, da gibt's so die 5 Top-Speaker, da ist Les Brown dabei, da ist Sharon Lecter dabei, ja, und die 5 stehen da oben und dann gibt's noch irgendwie 20 weitere und da, wenn du runterscrollst, kommt dann irgendwie der Wandel. Ja, das wird in Deutschland wahrscheinlich anders aussehen. Aber das, ja, wahrscheinlich, aber das ist eine coole Nummer, weil kannst da einfach, auch wenn ich nicht alles, was die Amis machen, gut übernehme und schon gar nicht alles gut finde, aber du kannst dich jetzt drehen lassen, du kannst mal das Denken ein bisschen verändern. Okay, was bedeutet Freiheit für dich? Selbst entscheiden zu können. Mhm. Und Geld ist? Also, oh, Geld ist Energie. Geld ist Energie. Okay, du wolltest zu Freiheit noch was sagen? Also Freiheit bedeutet,
sich wirklich selbst entscheiden zu können. Mhm. Und der zweite Satz wäre, Freiheit ist alles. Also Freiheit ist für mich ein extrem wichtiger Punkt. Mhm. Selbst entscheiden zu können, was ich tue. Und die letzte Frage. Geld ist weder gut noch ist das schlecht. Es ist einfach ein Mittel, mit dem ich was tun kann. Gutes oder Schlechtes. Also Geld ist so eine Art Katalysator. Wenn du ohne Geld ein schlechter Mensch bist, dann wirst du mit Geld auch ein richtig schlechter Mensch wahrscheinlich. Aber wenn du ohne Geld ein guter Mensch bist, dann glaube ich nicht wirklich, dass das Geld dich schlecht macht. Also wenn du schlecht, dann war es vorher schon schlecht. Ja. Aber ich glaube einfach, es ist eine Art von Katalysator, es ist eine Art von Energie. Spannend. Und jetzt ist die letzte Frage, also spannend an Piloten, der schönste Ort, an dem du jemals in deinem Leben gewesen bist. Da gibt es ganz, ganz viele Orte, wo das so ist. Da gibt es ganz, ganz viele Orte, aber vielleicht so was ganz Einfaches, wenn ich morgens aufwache, so direkt nach dem Aufwachen und dann so rüberschaue, ja, so neben mir im Bett rüberschaue und dann ein ganz bestimmtes Gesicht sehe, dann ist das in diesem Moment, und das Gott sei Dank habe ich dieses Vergnügen relativ häufig. Oh, wie schön. Die Story ist übrigens nicht von mir, muss ich sagen, sondern die ist von Katja. Also Katja hat mir das mal erzählt, wo sie gesagt hat, das ist für sie so ein Punkt, bist du mit dem richtigen Menschen zusammen. Wenn du direkt nach dem Aufwachen, direkt nach dem Wachwerden, also Augen aufmachen, Wachwerden, rüberschaust und sagst, okay, dieser Mensch, dieser Mann, diese Frau, dann möchte ich, dass dieser Mensch in 25 Jahren auch noch neben mir liegt. Ja. Wenn du jetzt sagst, jo, dann ist es das. Wenn du jetzt sagst, dann ist es vielleicht Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Wow, damit haben wir auch den Loop von vorhin geschlossen, wer nämlich Katja ist, das hast du vorher noch nicht erzählt, das ist dann wahrscheinlich die Frau, mit der du morgens aufwachst. Ganz genau, Katja Porsche. Sehr schön. Ja, es war ein richtig spannender Podcast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und allen, die hier zugehört haben und die sich das Ganze angeschaut haben. Wir machen alle Informationen über Peter Brandl unten in die Shownotes. Wenn euch der Podcast generell gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns bewertet und den dann auch teilt. Und alle weiteren Informationen gibt es dann unter tobias-beck.com/podcast und wir hören uns bald zur nächsten Folge wieder. Vielen Dank, Peter Brandl. Danke dir. Merci.